Feurio zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tomodachi Live hier im Loveland. Ja. Ja, ihr Lieben, ich habe um QR-Codes gebeten und es sind sogar eine ganze Menge QR-Codes zusammengekommen. Einige von Jungs, einige von Mädels. Ich glaube, noch nicht alle haben das System verstanden, wie ich mir das so vorgestellt habe. Deswegen nochmal ganz kurz als Erklärung. Ich werde euch auffordern, mir QR-Codes zu schicken und erst dann brauche ich QR-Codes. Ich habe nämlich jetzt einige QR-Codes von Jungs gekriegt, die auch Jungs bleiben wollen. Die aber mir gar nicht dazu geschrieben haben, für welchen YouTuber das ist, beziehungsweise die einfach gedacht haben, ich würde sie sofort einziehen lassen. Ich muss leider sagen, so funktioniert das nicht. Also ich werde euch immer auffordern, mir QR-Codes zu schicken. Und das hat jetzt im Fall von Katze auch sehr gut funktioniert. Ich habe 4 Damen gebeten, mir ihre QR-Codes zu schicken, beziehungsweise Jungs, die sie als Damen ausgeben wollen. Und ich habe auch wirklich exakt 4 bekommen. Deswegen nehme ich auch schnell auf, bevor noch mehr Einsendungen kommen. Und so im Gesamten sei gesagt, seid nicht böse, wenn ihr nicht in dieser Folge reinkommt. Es gibt ja noch genug andere Möglichkeiten, ins Spiel reinzukommen. So, und da Katze jetzt eingezogen ist, wollen wir ihr doch erstmal... Okay, sie ist nicht da. Ich hätte ihr jetzt gerne Hallo gesagt, aber wenn sie nicht da ist, dann lassen wir ja halt erst die Liebhaber einziehen. Die es werden wollen. Fangen wir mal an. Als erstes haben wir hier die Liebe. Ja, der hätte es. Jawohl, Charlie ist da. Und Charlie ist kühl und Denker. Das Gute ist, oder die Leute, die mir das jetzt geschickt haben, so, erstmal registrieren. Jawohl, ja. Charlie, du musst mir unbedingt noch deine Sachen hier mit reinschreiben. Ja, wie du richtig heißt. Und ich nenne dich jetzt einfach Charlie. Kalie. Kalie, ja. Mhm. Wir schreiben das mal schöner. Charlie. Deinen Nachnamen weiß ich nicht. Charlie. Den müsstest du vielleicht noch in den Kommentaren reinschreiben, damit ich das korrigieren darf und überarbeiten kann. Charlie nenne ich dich jetzt. Du heißt Charlie. Charlie. So, und du musst mir unbedingt dein... Was fehlt denn hier noch? Achso, Erwachsener. So, du musst mir unbedingt noch... Die Stimme war eigentlich ganz gut, oder? Ich bin Charlie. Ja, das finde ich gut. Charlie. Du musst mir noch hier deine Punkte nennen, deinen Charakter. Gut wäre es, wenn ihr die mit Mitomo erstellt, dass ihr mir einen Screenshot mitschickt, wo so das Profil zu sehen ist. Das seht ihr gleich bei den nächsten QR-Codes, die ich bekommen habe. Da ist das nämlich mit hinterlegt. Passt mal auf. So, das wollen wir nicht vorlesen, weil es ja nicht richtig ist. So. Oh, eine Eilmeldung. Es gibt wieder Nachrichten. Eilmeldung. Die Bevölkerung von Loveland hat 10 erreicht. Um diesen Anlass gebührend zu feiern, fand in der Lobby des Inselhotels eine lebhafte Party statt. Party Time! Die Inselbewohnerin Miri sagte mit einem Lächeln im Gesicht: So Miri, langsam immer das fühlt man hässliche sich Ding auf dieser an. Insel weniger einsam. Danke fürs Zuschauen. Vielen Dank für die Nachrichten. Wow, so, jetzt bin ich ganz unterbrochen worden. Jetzt haben wir noch einen QR-Code, wo ich gerade davon gesprochen habe. Da kommt jetzt die Liebe. Wartet. So. Auch ein Mitomo erstellter Code. Anscheinend hat das Tutorial ja wirklich geholfen. Hier ist die Nina. Zack, da ist Nina mit dabei. Und die Nina war so gut und hat mir ihr das Foto mit den Mii-Persönlichkeiten dabei gepackt. Jetzt kann ich nämlich... Okay, Vornamen, Nachnamen müsst ihr mir irgendwie noch... Ich nenne dich Nina. Und du müsstest mir bitte noch deinen Vor-Nachnamen nennen. Also nur, wenn du möchtest. Ja. Sonst überlegt euch einfach einen Fantasienachnamen. Ich muss ja euch nicht euren richtigen Namen hier reinschreiben, wenn ihr das nicht möchtet. Ein bisschen auch zwecks des Datenschutzes. So, Stimme? Ich bin Nina. Okay, hat sie anscheinend auch selber übernommen. Passt. So, und jetzt kann ich anhand dessen, was sie mir geschickt hat, gucken, wie sie sich selbst einschätzt. Also spricht ist das, Bewegung ist auch das, Persönlichkeit ist, Ausdruck, warte, jetzt muss ich überlegen, was ist. Ausdruck ist das hier. Denkweise ist vierte, Denkweise ist so. Und speziell, wo ist sie speziell?
1, 2, 3, 4. Hä? Bin ich dumm? Ach, Persönlichkeit. Ist dann... Warte, ist das genau andersrum? Oh, das war meine Mie echt, echt fies andersrum. Ich hoffe, das ist richtig. Nina, wenn ich das falsch gemacht habe, dann, wenn das genau andersrum sein muss, wie das hier gerade dargestellt wird, dann schreib mir das bitte einmal. Ich muss es mal überprüfen. Tut mir leid. Irgendwie ist das sehr verwirrend gerade. Das ist Nina, lebhaft, offen, intuitiv, vital, impulsiv, optimistisch und begeisterungsfähig. Ein Kumpeltyp, Genüßertyp, der auch mit netten Leuten sofort zurechtkommt. Kann aber auch harte Arbeit als Herausforderung sehen. Na, es ist ja wichtig, welchen Charakter ihr so widerspiegelt, weil nur dann können sich die Mies auch ineinander verlieben. Ihr versteht das. So, als nächstes haben wir einen Jungen, der sich einen weiblichen Mie erstellt hat, damit er überhaupt mit eine Chance hat bei Katze. Und das ist Theoline, oder wie ich sie auch immer nennen soll. Theo! Theo hat mir auch die Sachen dazu geschickt, so. Theo, auch deinen Namen weiß ich leider nicht. Du heißt jetzt einfach bei mir Theo. Theoline. Theoline. Ich finde das gut. Theoline. Erwachsener. Ist das jetzt eigentlich das Geschlecht jetzt hier? Ist weiblich. Ja, das übernimmt er. Ihr seht, ne, es geht so, wenn ihr halt mit irgendeinem YouTuber zusammen sein wollt. Ich bin Theo Theoline. Ja, gut, vielleicht. Ich bin Theo Theoline. Ich bin Theo Theoline. Lassen wir das mal so. Jetzt den Charakter. Ehrlich gesagt, weiß ich nicht, was oben und unten war bei Mitomo. Ausdruck. Ich denke mal, dass je weiter das außen ist, desto weiter außen ist es auch hier. Aber ich bin da nicht sicher. Also wenn ich hier irgendwie Schrott von euch eingebe, korrigiert mich gerne, dass ich das korrigiere. Weil ich ja nicht alles immer richtig mache. So, ich hoffe, das ist richtig. Sorry, wenn das falsch ist. Könnt ihr mich gerne korrigieren und schreibt dann in den Kommentaren einfach eben den Charakterwert und die Zahl dahinter, damit ich das korrigieren kann. Und wer ihr seid, welcher Mii. Wenn ihr das, wenn euer YouTube-Name nämlich anders klingt als das hier, dann habe ich da halt ein Problem. So, lebhaft oft und intuitiv und ihr kennt das, Kumpeltyp, das hatten wir gerade schon. So, wen haben wir noch? Und da haben wir die Julie. Die hat es auch ins Haus geschafft. Willkommen, Julie. Du hast sogar ein Mitomo, ein Tomodachi Live reingeschickt. Der ist also komplett fertig. Da muss ich nichts mitmachen. Julie Plays heißt sie einfach. Perfekt. Perfekt. Schauen wir uns mal an, wie sie so ist. Nüchtern, selbstbewusst, förmlich, ehrgeizig, ungeduldig, direkt und ergebnisorientiert. Zielstrebig, arbeitet aus Überzeugung, hart, strengt sich für hochgesteckte Ziele am liebsten an. Ist aber manchmal sehr verplant. Oh, das könnte ja fast ich sein. So, habe ich jetzt 4 einziehen lassen? Warte, noch mal nachzählen. 1, 2, 3, 4. Jawohl. Ich hoffe, ich habe keinen vergessen. Charlie, Nina, Theo und Julie. Ja, perfekt. Okay. Das hat schon mal geklappt. Dann wünsche ich euch vielen schon mal viel Erfolg während der Jagd auf Katze. Und Katze ist aber immer noch nicht da. Eigentlich, ne? Na gut, gehen wir erstmal Spenden sammeln, weil ohne Moos nichts los. Das können wir aber überspringen, das dauert nämlich immer ewig. So. Und dann auch nicht zu vergessen, die Mii-Nachrichten. Willkommen bei den Mii-Nachrichten um 10 Uhr. Im Laughlin-Supermarkt fand eine Gemüsemesse statt. Ganz wichtig. Hella und ihre Freunde trugen Bauernkleidung und stellten sich am Stand auf, um ihre Begeisterung für ihr frisches, selbst angebautes Gemüse mit den Messebesuchern zu teilen. Wir haben einige Inselbewohner nach ihrer Meinung gefragt. Ich bin wirklich nicht interessiert. Was? Hab nicht zugehört. Danke fürs Zuschauen. Ich bin Yukio Hardy und das waren die Mii-Nachrichten um 10 Uhr. Danke, Yukio, für die Nachrichten. Ich hoffe, du musst nicht bald die Insel verlassen. Ihr kennt ja die Regeln, ne? Wenn ihr mit dem YouTuber zusammen seid, dann, oder wenn dieser YouTuber mit irgendwem zusammen ist, müsst ihr ja leider die Insel wieder verlassen. Aber natürlich könnt ihr wieder draufkommen später, wenn ihr die Chance dazu habt. So, Balui, was ist los? Guten Abend. Mimi, ich hab Hunger. Ist mir gerade nach fertigem Essen zu. Oh ja, so siehst du auch. Okay, ich will mich nicht selber dissen. Ist hier Chili con Carne mit Hackfleisch und so. Ich hoffe, das ist fertig genug. Yes! Es war gut. Ich würde sagen, da habe ich was Gutes gemacht. Und ich kriege ein Level up. Wuhu!
So, und dafür gebe ich mir jetzt mal ein geiles Objekt. Ich will gerne eine Wii U haben. Hier, bitteschön. Muss doch irgendwie Let's Plays aufnehmen, das geht ja nicht ohne. Yes! Muss ja in meinen Fernseher, passt ja, sehr gut. Ein kleines Dankeschön. Yay, eine Einwegkammer. Okay, die ist lustig. Was passiert jetzt schon wieder? Oh, Einmeldung. Es ist wieder Zeit für Nachrichten. Einmeldung. Erzähl mir mal, wird auf dem Aussichtsturm stattfinden. Was? Bei Erzähl mir mal können alle möglichen Fragen an die Bewohner gerichtet werden. Falls ihr eine Frage habt, stellt sie bei einer dieser Versammlungen und findet so die Wahrheit heraus. Danke fürs Zuschauen. Dankeschön für die Nachrichten, für die Ankündigung, dass es da ein neues Event gibt. Ha, da will man sich gerade mal ein bisschen um die Probleme kümmern. Guck mal, unsere ganzen neuen Leute haben noch alle kein Problem. Guck mal, Judy, die mir einen Tomodachi-Code geschickt hat, hat natürlich eine schöne Einrichtung. Hier ganz im japanischen Style, japanischen, oh, korrigiere mich, wenn ich mich vertue. Theo hat noch gar nichts, also Theoline, Nina auch noch nicht, außer diese schicke Pünktli-Tapete, wow, und Charlie. Dann begrüßen wir doch mal unsere Neuankömmlinge. Hallo. Mein Name ist Julie und ich hasse es zu verlieren. Sicher, dass du Julie ausgesprochen wirst? Ich denke, das ist nicht ganz richtig. Hier mal zur Begrüßung kriegst du hier Nudeln mit... Oh, Entschuldigung, ich wollte nicht deinen Teppich versauen. Aber das ist ja eh nur Wegwerftapete. Kannst du rausreißen, wegtun. Was soll's? Und, war gut? Ja, bitteschön. Das freut mich. Das war mein Willkommensgeschenk an dich. So, erste Person glücklich gemacht. Zweite Person, Theoline. So, Theoline, du kriegst von mir Cannolle. Und, war auch gut. Yes, wieder einer, der sich wohlfühlt auf meiner Insel. Viel besser geht's doch gar nicht. Damit haben wir die zweite Person begrüßt. Begrüßungsgeschenk für Nina habe ich auch noch. Hallo Nina. Ich bin Nina und ich komme wirklich mit jedem gleich klar. Komm, wir trinken eine Runde Kaffee zusammen. Ja, aber bitte nicht so schlürfen beim nächsten Mal, okay? Ja, das war okay. Tut mir leid, ich hätte dir vielleicht auch was Besseres geben sollen als nur einen blöden Kaffee. Komm, da gibt's auch noch Kaffee und Kuchen, das gehört jetzt irgendwie dazu hier. Kriegst ein Croissant. Oh, ich sollte Zielen üben. Und, Croissant war geil? Ja, war besser als das, was ich vorher gemacht habe, ne? Kaffee und Croissant, wie in Frankreich. Passt doch. Wen haben wir noch? So, und Charlie. Oh Mann, ich muss, glaube ich, echt mal einiges nachkorrigieren. Aber irgendwie ist diese 15-Minuten-Folgen... Ich schaffe ja genau. Fast gar nichts in der Zeit. Das ist ja echt traurig. Ich habe 1000 Milliarden Kommentare, die ich noch nachkorrigieren muss mit Sachen, die bei der letzten Folge einfach nicht ganz dicht waren, waren. Wasche ich mir immer den rechten Arm zuerst. Okay, den Spruch hatten wir schon. Ich hätte für dich Kartoffelpüree. Hier, bitteschön. Ist das nicht lecker? Wow. Ja, war okay. Gut, dankeschön. So, perfekt. Ja, damit heiße ich die drei herzlich willkommen. Jetzt müssen wir erstmal Katze suchen, weil Katze ist nicht in seinem Zimmer. Und eigentlich brauche ich ihn. Weil Katze hat mir nämlich... Ja, mit deinem Partyhut am Strand. Schön. Schön, Katze. Was hältst du denn davon, wenn man die Mädels kennenlernt? Die sind nur für dich hier eingezogen. Hallo. Aber Katze, der darf ich jetzt erstmal die richtigen Attribute geben. Guten Abend. So. Weißt du, ich habe etwas verloren. Och nein, je mehr das Leute wir das werden, muss ich auch immer suchen. Das dauert ja vielen, ewig. Vielen Dank. Sag Bescheid, wenn du fündig bist. Ja, ich versuch's. Aber das ist jetzt gar nicht das, was ich machen will. Ich möchte dich gerne editieren und dir mal eben deine richtigen Charakterwerte eintragen. 1, 2, 3, 4, 5. Handel somit, also spricht er direkt. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Genau, das waren 8 Stück. So, Ausdruck ist ein bisschen lebhaft. Denkweise sehr dumm. Vorsichtig, Entschuldigung. Und insgesamt natürlich speziell. Also, das ist eine Mietkatze. So, damit ist der Charakter von Katze auf jeden Fall schon mal richtig. Und er ist nüchtern, selbstbewusst, förmlich, ehrgeizig, ungeduldig, direkt und ergebnisorientiert. Arbeitet aus Überzeugung, hart, strengt sich für hochgesteckte Ziele am liebsten an. Ist aber manchmal sehr verplant. Finde ich gut. Komme ich mit klar. Ich denke,
irgendwie trifft das auch sehr stark immer auf mich zu, was du da so erzählst von dir. So, unsere drei Jungs, nee, drei Mädels, Yukio, Alina und Akira haben Probleme. Und Moritz auch. Oh Mann, hier ist ja was los. Miri tanzt rum, Balui zockt Wii U. Geil, läuft hier. Geil, geil. So, Yukio. Hallo. Na? Stimmt. Oh. Was los? Ich brauche einen neuen Hut. Ah. Wisst ihr was? Das geht mir sowas von auf die Keks, dass diese Frauen immer neue Klamotten wollen. Ich lasse, glaube ich, keine Frau mehr anziehen. Nie mehr. Ja, das Blau passt zu deinem orange karierten Jackett nicht. Bitte sehr. Aber ist schon okay. Ein kleines Dankeschön. Einfach nur, damit du glücklich bist. Danke fürs Badeset. Das ist cool. Da können wir irgendeinem Mädchen was Verführerisches zum Baden geben und dann. Ihr versteht schon, was ich meine. Ich weiß den kompletten Namen von Katze, hat Miss Cracker geschrieben. Ja, das kann sein. Aber einfach aus Gründen der Sicherheit möchte ich nicht unbedingt vollständige Namen hier haben. Auch wenn ihr mir eure Mies schickt, immer lieber irgendwie, keine Ahnung, was soll ich sagen, irgendwie, denkt euch lieber einen Nachnamen aus, als euren richtigen Namen zu verwenden. Und wie fandst du das? War schön lecker, ne? Ja, nom 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 nom. Bitteschön. Essen verteile ich doch immer noch am liebsten. Bitte sehr. Aber ich habe auch bald nichts mehr. Darum habe ich letztes Mal gefragt, wo es denn die Nintendo Zone gibt, damit ich ein bisschen meine, um vielleicht die Kinder auch irgendwann auf Reisen zu schicken. Und da hat einer geschrieben im GameStop. Das ist ja schon mal gut zu wissen. GameStops gibt es bei mir nur leider nicht so um die Ecke. Aber ich bin ja immer mal schon mal unterwegs. Da muss ich halt meinen 3DS mitnehmen und dann hoffen, dass da irgendwo ich dann die, Huch. Das hier hab ich gefunden. Dass ich dann irgendwie die Kinder loswerde, beziehungsweise neue Kinder kriege. Ich bin mal gespannt. Auf der Rückseite ist Katze eingraviert. Ja, du hast Katzes Lampe Willst gefunden. Willst du es nicht lieber an Katze zurückgeben? Ja, mache ich. Dankeschön. Hab's gefunden. Katze, bist du stolz auf mich? Du hast es tatsächlich gefunden. Danke, du bist echt der Größte. Super. Akira hat mein Zeug gefunden. Es war mir wirklich wichtig, dass dieses Teil zurückkommt. Freut mich, dass du glücklich bist. So, sehr schön. Bitte sehr. Ein kleines Dankeschön. Yay, die Eierkamera ist auch nice. So, jetzt habe ich aber noch was für Yukio. Da, nämlich, ich muss noch ihren Titel umstellen, ja, was sie sagt, ihre Phrase. Stexpert ist real. Aha, warum steht da nicht Balui ist cool oder sowas? So, Platzhalter können wir ändern in. Sie hat geschrieben in die Kommentare. Oh. Menno. Okay, besser. Nein, warum muss die Geste? Ich hatte eine gute Geste. Ja, das ist gut. Hier, bitteschön, deine neue Phrase. Teste mal. Oh, Menno. Ja, das ist besser, oder? Schön. Schön. Kinder, boah, es ist 18 Minuten Folge, aber irgendwie habe ich noch keine Lust aufzuhören. Wir haben noch nicht mehr im Ansatz alles gemacht, was wir machen müssen. Theo will spielen. Oh, spielen wir? Haben wir vielleicht noch ein Mitmachspiel für unsere Zuschauer? Nein. Nur diesen blöden Klopfkampf. Komm schon. Ja, komm schon. Los. Ich hasse ihn. Das ist so ein dummes Spiel. Ich hatte, glaube ich, in den Kommentaren gefragt, ob es das wirklich gibt. Und es hat mir noch keiner darauf geantwortet. Ob es dieses komische Spiel wirklich... Ach, leck mich doch. Ob es dann in Japan irgendwie zu kaufen gibt oder so. Schade, aber das machen wir demnächst. Nein, ich denke nicht. Ich denke, ich finde das Spiel einfach doof. Aber dankeschön. Eigentlich müssten wir uns noch um... Pierre, das Orange ist immer so eine Sache. Da muss man immer mal gucken. Nicht, dass er... Stone. Okay, jetzt ist der Schluckauf weg. Was ist los, Pierre? Du musst eigentlich mit Miri dich befreunden, ne? Ich weiß wirklich absolut gar nichts über Julie. Julie ist was neu. Willst du von ihr und mir? Kollege, das geht nicht. Du darfst nur an Miri. Hier, Katz und Maus. Das ist aber ein wenig enttäuschend. Ja, es tut mir leid.
Du darfst nicht mit Juli zusammen sein. Das geht nur mit Miri. Sonst musst du wieder ausziehen. Jetzt ist er mad. Das ist kein Grund, seinen Kopf auf die Tischplatte zu schlagen. Akira schnarcht ganz schön laut. Ah, so viel Zeug. Okay, wo gehen wir zuerst hin? Wir müssen erst noch schnell Essen kaufen, bevor ich die Folge beende. Sonst vergesse ich das wieder. So, langsam wird die nämlich sehr lang, die Folge. Deswegen, während ich Essen kaufe, mache ich die Abmoderation. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Neue QR-Codes brauche ich jetzt gerade noch nicht. Aber Vorschläge von euch. Welchen YouTuber hättet ihr gerne als nächstes? Gerne weibliche auch. Männlich oder weiblich ist eigentlich egal. Und dann hoffen wir mal, dass ihr ein paar coole YouTuber vorschlagt. Und die, ich sag mal so, am meisten vorgeschlagen wurden, vielleicht YouTuber, die ich auch kenne und mit denen ich was zu tun habe, diejenigen werde ich dann fragen, ob ich sie einziehen lassen darf. Und dann seid ihr wieder gefragt, dass ihr dafür QR-Codes erstellt. Aber wenn ihr Langeweile habt, könnt ihr natürlich schon QR-Codes von irgendwelchen YouTubern erstellen und mir schicken. Ich freue mich immer sehr darüber. Vielleicht schaffe ich dann in irgendeiner Folge mal so alle YouTuber, die alle QR-Codes, die ich so gekriegt habe, mal zu zeigen. In dem Sinne war es das jetzt erstmal mit der heutigen Folge. Macht's gut, bis morgen, haut rein und bleibt feurig. Tschüss!